So Leute, da sind wir beim nächsten Blackie Talk und dieses Mal wieder woanders. Die Leute, die das als Video sehen, werden sehen, ich habe einen Greenscreen hinten dran. Ich bin in meiner Aufnahmeposition, wo ich normalerweise Radio Ravnica aufnehme. Und ich will heute mit euch über eine Thematik reden, die mich jetzt ein bisschen erreicht hat durch eben meine Reise durch Südostdeutschland und Nordostdeutschland und auch vorher schon beschäftigt. Ich weiß, ein paar Leute von euch beschäftigt das auch, weil ich Nachrichten von euch bekomme und mich auch meine Vergangenheit stark beschäftigt hat. Und zwar Local Gang Groups. Dabei geht es in erster Linie nicht darum, einen Local Store zu haben. Ihr wisst, ich bin eigentlich immer dafür, einen Local Game Store zu unterstützen. Aber manche von euch haben nicht die Möglichkeit, den Store oder mögen den Store vielleicht nicht in eurer Gegend und dementsprechend wollte ich heute mit euch über diese Thematik reden, wie man eine Community aufbaut, wie man eine Community pflegt, was wichtig ist, wenn man eine Community aufbaut und wo man vielleicht schon Anschluss finden kann oder wen man im Notfall auch noch fragen kann. Und zwar ziemlich einfach überall, wo man Magic-Spiele hat. Selbst wenn man keine hat, man findet welche. Local Game Stores machen es einem einfach, Magic-Spieler zu finden, einen Ort zu finden zum Spielen und ähnliches. Ich war, als ich jetzt in Berlin war, bei Matteo und habe dort Modern mitgespielt in seiner eigenen kleinen Gruppe. Mittlerweile hat er sich hochgemausert, dass selbst Card Market da Finger mit drin hat, was ich echt cool finde und krass finde. Aber es ist erstmal in erster Linie ein privat organisiertes Turnier gewesen. Ich fahre regelmäßig nach Bottrop. Dort organisiert eine Privatperson ein Turnier, was mehrere hundert Legacy- und oder Modern-Spieler zusammen in einen Raum treibt, normalerweise. Und das läuft super. Das ist ein super cooles Turnier. Ich habe früher relativ viel eigene Drafts mit meinen Freunden gemacht. Ich hatte eine relativ große Spielgruppe mit 14, 15 Mann teilweise, die wir zusammengesessen haben bei mir in der Wohnung und haben Commander gespielt. Aber auch andere Formate wie Legacy und ähnliches wurden gespielt und das war schon sehr, sehr krass. Und ich kenne auch von anderen Communities, die halt sich aufgearbeitet haben. Wenn ich zum Beispiel die Jungs von Nackt und Rosa nehme, die einen eigenen Verein gegründet haben, inklusive Podcast, Snapcast oder wie sie auch immer sie es nennen. Und die halt auch regelmäßig Turniere machen. In Freising, wo ich beim guten Max beim Eternal Battleground unterwegs war, dort wird in einer Kneipe, Bar, Restaurant, wie man es auch immer nennen darf, Legacy gespielt, sonntags als Turniersachen, obwohl in Freising ein Local Game Store ist. Weil der Local Game Store gesagt hat, hey, Legacy-Spieler bringen kein Geld, ich habe keinen Bock. Ich weiß von einem Abonnenten, der zum Beispiel auch in Bonn versucht aktuell eine Modern-Community aufzubauen und da auch super engagiert ist und was nicht alles. Und man findet überall solche Leute. Und deshalb ist das eine wichtige Thematik. Fangen wir erstmal beim ersten an. Disclaimer für mich. Ich rate niemandem, aus einem Local Game Store auszusteigen. Ich würde immer erstmal beim Local Game Store, beim lokalen Händler oder beim lokalen Turnierveranstalter nachfragen, hey, wie sieht das aus? Machst du Turniere? Wie laufen die bei dir ab? Kann ich da mitmachen, mitspielen oder auch mithelfen zu organisieren und ähnliches, wenn man da wirklich mal Interesse dran hat, sowas zu sehen? Und als Local Game Store Betreiber, die meisten werden ja sagen und man kann auch oft reingucken und das ist schon eine coole Sache und deshalb ja, kann man machen, sollte man machen, kann man im Local Game Store machen und es ist wichtig, dass man es dort tut. Weil die Local Game Stores sind eine der Anlaufstellen für neue Spieler und für Communities und davon haben wir nicht viele. Jetzt ist aber nicht jeder Local Game Store wirklich gut. Manche Local Game Store Betreiber sind ein bisschen shady, halten Promos, schmeißen Leute raus ohne Grund, irgendwas in dieser Richtung. Oder man versteht sich einfach nicht mit denen. Das kann gut sein, man spielt vielleicht Legacy oder Commander, was jetzt auch nicht so die Formate sind, die unendlich viel Geld reinspülen. Ich meine, Commander, klar, mit den Precons, aber auch Commander-Spieler neigen letzter Zeit eher dazu, auf dem sekundären Markt eben Karten zu kaufen. Von den Turniereinnahmen hat ein Local Game Store nicht so viel übrig, weil die Eventfläche muss bezahlt werden und wenn dann jeder irgendwie 3 Euro Turnierteilnahme gibt und dafür diese coolen Promo-Packs rausgegeben werden, da bleibt nicht viel beim Local Game Store hängen. Deshalb versteht ihr euren Local Game Store bitte. Wenn er für einen Booster 20 Cent mehr als einen Online-Händler verlangt. Wenn er die Fläche für 2, 3, 4, 5 Euro verkaufen muss, damit er überhaupt dort Turniere machen kann. Es geht ums Feeling, es geht um ein Zuhause zu haben und ihr müsst euch um nichts kümmern. Wenn man sich jetzt aber kümmern möchte, braucht man verschiedene Dinge.
Das erste und meiner Meinung nach wichtigste sind Spieler. Wie komme ich an Spieler ran? Man hat natürlich die Möglichkeit, einen lokalen Game Store aufzusuchen und dort die Spiele abzuwerben. Ist meistens eher uncool. Man hat normalerweise 2, 3 Freunde, mit denen man das anfangen kann und sagen kann, hey, wir treffen uns jeden Montag, jeden Samstag, jeden Sonntag, jeden Mittwoch, irgendeinen Tag in der Woche und spielen dort zusammen. Und vielleicht hat der Freund einen Freund, der einen Freund hat, der einen Freund hat, der Magic spielt. Den kann man einladen. Und dann kann man eben freundlich auf die Person zugehen. Wir wissen, alle Magic-Spieler haben verschiedene Formate, verschiedene Ansichten und verschiedene Geldbeutel. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr, wenn ihr neue Spieler bekommt, die zu euch kommen, ihr sie aufnehmt, ihnen erklärt, wie ihr das macht, was für Regeln ihr habt. Benutzt ihr Proxys? Habt ihr die Regelung, dass jeder nur 2-Euro-Karten benutzen darf? Spielt ihr Pauper? Spielt ihr Commander? Spielt ihr Casual? Alles egal. Was spielt ihr? Und was spielt er? Kann man das, was er spielt, vielleicht bei euch in der Gruppe irgendwie integrieren? Oder kann man ihm helfen, dass er irgendwie drankommt, das zu spielen, was ihr spielt? Und diese Offenheit ist sehr, sehr wichtig bei neuen Spielern. Anders sind wir im Internet ganz oft unterwegs. Und gerade auf eBay Kleinanzeigen, auf All Places, gibt es so viele Anzeigen, die sagen, hey, suche nach Spielern, verkaufe Spielgruppe, biete Spielgruppe, so, nicht verkaufe. Und ja, also da gibt es ohne Ende Inserate, da muss man halt nur mal gucken. Was auch geht, ist, es gibt mehrere Foren, auch wenn die Foren halt so 1900 irgendwas sind. Aber es gibt Foren und dort posten auch Leute noch regelmäßig, wo sie spielen und suchen nach Communities. Discord-Server gibt es auch. Dementsprechend, man findet auf jeden Fall neue Spieler und kann seine eigene Spielgruppe bewerben. Neue Spieler müssen positiv aufgenommen werden und dürfen nicht verschreckt werden oder sollten nicht verschreckt werden. Ihr wollt ja, dass die wiederkommen. Ihr wollt ja mit den Leuten spielen. Die zweite, relativ wichtige Sache, die sich ganz, ganz viele Leute stellen und fragen, ist, was für einen Ort wähle ich? Wir haben bei uns, beziehungsweise bei mir, in der Wohnung schon gespielt mit, wie gesagt, 15, 16, 17 Leuten. 17 ist vielleicht übertrieben, es waren, glaube ich, 14. Das war nicht schön. Und wenn da ein neuer Spieler dazugekommen wäre, der jetzt noch nicht so viel Erfahrung hat oder neu hergezogen wäre und wäre bei mir in die Wohnung gekommen, zu dem Zeitpunkt, der wäre wieder rausgegangen, wäre nie wiedergekommen. Der hätte gesagt, was ist das denn für ein Safthaufen? Da habe ich null Bocke drauf. Wirklich null Böcke. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist gefährlich. Ihr müsst natürlich eine einladende Umgebung haben. Ihr müsst keinen Local Game Store nachahmen. Ihr müsst keine riesigen Wall-Scroll-Banner von Liliana oder Nicole Bolas oder so haben. Ist natürlich cool, wenn man sie hat, aber ihr müsst es nicht. Ein Ort zum Spielen, der nicht kalt ist, der nicht heiß ist, der angenehm ist, wo man genug Platz hat für am Anfang wahrscheinlich 6 bis 8 Spieler, den man aber vielleicht auf bis zu 10, 15 Spieler ausrichten kann. Das ist ideal. Wo findet ihr sowas? Relativ häufig und relativ in Geschäften, die man nicht erwartet. Ganz, ganz oft sind Kneipen bzw. Restaurants dazu bereit, ohne Probleme euch mal 1, 2, 3, 4 Tische abzugeben, wenn die Leute an dem Abend auch was trinken. Weil was die Leute da spielen, das juckt die nicht. Ob die Mau Mau spielen oder ob die Magic spielen. Das ist denen egal. Und natürlich hängen dann alle Leute, die sagen, ja, da sind so viele Menschen und die gucken und dann essen die daneben und so. Und ich sage, ja, okay, die sind bei mir daheim vor der Tür und gucken durchs Fenster und wir essen auch direkt daneben. Warum sollte man das nicht können? Es ist ein bisschen eine Generationssache, glaube ich. Also ich bin damit aufgewachsen, Magic auf einer Parkbank zu spielen, beziehungsweise auf einer Spielplatzbank neben dem Sandkasten. Und ohne Sleeves. Damit bin ich Magic aufgewachsen. Ist vielleicht heutzutage nicht mehr ganz der Fall so. Aber ein Restaurant ist ja auch nicht gleich eine Kneipe. Dementsprechend auch Restaurants kann man auch mal sagen, hey, an dem Nachmittag, samstags nachmittags oder, keine Ahnung, mittwochs nachmittags, wo ihr nicht so viele Gäste habt, wie wäre es, wenn wir euch 3, 4 Tische voll machen mit Leuten, die hin und wieder mal ein Glas Cola bestellen? Das werden die nicht Nein sagen. Ansonsten wären die Tische meistens leer. Gerade jetzt, nach Corona, brauchen die das ganz dringend. Ansonsten Jugendzentren. Magic ist und bleibt ein Gesellschaftsspiel, ein Jugendspiel, auch wenn die Preise aktuell von der Preiserhöhung was anderes sagen. Aber es ist ein Spiel, wo es darum geht,
Spaß zu haben und es ist ein Spiel. Dementsprechend sind auch ganz oft Jugendzentren oder irgendwelche anderen Anlaufstellen damit, irgendwelche Horte oder ähnliches, sind dort Anlaufstellen, mit denen ihr reden könnt. Sagen könnt, hey, ihr habt bei euch im Jugendzentrum da so einen Raum, den nutzt ihr dienstags und donnerstags. Wir würden den gerne mittwochs benutzen für Magic. Wie sieht das aus? Was muss ich machen? Oftmals muss man da zwar dann Verpflichtungen eingehen, wie man muss das Ding sauber halten, man muss einen Schlüssel bekommen, man muss dafür was unterschreiben und sowas halt. Aber es geht. Es geht. Und wenn man sowas organisiert, dann sagt man nicht, hey, ich organisiere das, mach das bei mir in der Küche oder in irgendeiner Gastwirtschaft oder in irgendeinem Jugendhort oder in irgendwelchen anderen Räumen und danach nach mir die Sintflut. Nein, wenn ihr sagt, wir wollen das jetzt machen oder ich möchte das machen, dann seid ihr dafür verantwortlich. Diese Verantwortung ist ähnlich wie ein Haustier kriegen. Nur wichtiger. Weil es geht um Magic und nicht um Haustiere. Man merkt, ich habe keine Haustiere. Dementsprechend, ihr müsst damit eh leben, dass ihr Verantwortung kriegt. In den Jugendhorts oder auch in den Gastwirten-Geschäften, da müsst ihr auch reingehen und müsst mit den Gastwirten reden. Dementsprechend müsst ihr da so oder so relativ eine Frontfigur sein. Aber auch sonst kann man mal nachfragen in der Stadt, in irgendwelchen Geschäften, beziehungsweise manchmal auch auf manchen Firmengeländen. So, hey, habt ihr nicht irgendwo einen Raum, der leer ist? Ich weiß nicht genau, wie es bei Matteo abgelaufen ist, aber Matteo ist bei der Malzfabrik hinten oben in so einem ich sag mal ganz liebevoll, Pausenraum, der abends dann aufgeschlossen wurde. Das ist mega cool. Es gibt auch sowas wie Kirchen, Pfarrhäuser, Gemeindezentren, Ähnliches, wo man noch nicht mal gläubig sein muss, um da irgendwie was von zu bekommen. Man kann einfach mal nachfragen. Man sagt, hey, wir spielen da so ein Kartenspiel. Die meisten sind nicht mehr so, dass man sagt, oh, da geht's um Magie, und sagen, oh nein, Magie, sondern sagen, das ist ein Fantasy-Kartenspiel. Sowas wie Herr der Ringe oder so. Und dann wissen die schon, okay, Herr der Ringe, Fantasy, dann können die sich was vorstellen. Müsst natürlich nicht mit Magiern ins Haus fallen, das macht man nicht. Aber zumindest nicht bei denen. Und sowas gibt es halt auch. Es gibt lokale Clubs, keine Diskotheken, lokale Clubs, die zum Beispiel Tabletop-Clubs sind, wo man auch fragen kann, hey, ihr nutzt euren Raum mittwochs nicht. Können wir den Raum mittwochs haben für 10 Leute zum Magic spielen? Wir geben euch dafür was. Manche Sachen sind dadurch sehr, sehr gratis. Manche Sachen sind dadurch sehr, sehr nicht gratis. Gott, meine Aussprache heute. Es tut mir ein bisschen leid. Ich bin noch nicht so lange aus dem Urlaub wieder da und die Arbeit stresst. Dementsprechend wollte ich aber den Blackie Talk heute auf jeden Fall noch machen. Deswegen ist der auch wahrscheinlich kürzer. Ihr kriegt den trotzdem. Ich mag das Thema und das Thema ist mir wichtig. Deswegen wiederhole ich mich auch. Deswegen werdet ihr auch mitkriegen, dass ich hin und wieder mal springe. Aber das Thema finde ich so, so wichtig. Und ich möchte jeden animieren, hoffe, dass ich jeden animiere, der sowas vorhatte, das auch mal zu machen. Oder sich ein paar Leute zusammenschließen, die vielleicht auch sogar in den Kommentaren mal drunter schreiben, so, hey, ich mache sowas oder ich habe sowas gemacht. Wenn was ist, schreibt mich an. Das wär so ein kleines Träumchen. Wirklich so ein kleines Traum. Zurück zu der Location. Manche Sachen sind eben teuer, manche Sachen sind gratis. Jugendtreffs sind meistens gratis, weil sie eh vom Staat bezahlt werden oder von der Kirche. Kircheneinrichtungen sowieso. Irgendwelche Pausenräume oder sonst was. Keine Ahnung bei den Firmen, muss ich ehrlich sagen. Das weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall was, wo man nachgucken kann. Und wenn es Geld kostet, dann ist es halt Eintritt, wenn es eine Cola kostet oder zwei. Oder wenn es dann immer wieder dasselbe Geld kostet, kann man sich wirklich überlegen, ob man da nicht Verein gründet. Wie gesagt, Nackt und Rosa, bestes Beispiel. Und dann sagt, okay, du bist bei uns im Verein, zahlst das Ding und wenn du dann 3-4 Mal da warst, du kannst auch ohne Vereinsmitglied sein, mitspielen. Aber als Vereinsmitglied darfst du vielleicht auf 2-3 Turniere mehr im Jahr kommen. Oder hast irgendwelche anderen Benefits. Oder. Dementsprechend, das findet man schon was, wenn man wirklich möchte. Gerade bei den Locations. Jetzt haben wir die Leute, die ein gemeinsames Hobby haben, ein gemeinsames Format spielen, Spaß haben wollen. Wir haben eine Location, in der hoffentlich einigermaßen coole Tische sind und Stühle, die nicht warm ist, nicht nass und nicht kalt. Dementsprechend eine gute Location, coole Leute. Was jetzt? Jetzt müssen wir überlegen, was machen wir? Wie laufen wir unser System auf? Spielen wir Constructed Magic?
Also machen wir Turniere. Wenn ja, wie laufen die Turniere ab? Welche Software benutzen wir? Haben wir Excel? Haben wir Zugriff auf, wenn wir nur 8 Leute sind, auf die Companion-App? Wenn wir mehr Leute sind, ich glaube 16 Leute nimmt die Companion-App, 16 Leute Companion-App. Sind wir mehr, haben wir was anderes? Haben wir vielleicht ein eigenes Programm? Haben wir jemanden, den wir kennen, der was eigenes schreiben kann? Oder. Spielen wir Commander? Wir haben zum Beispiel bei uns im Store auch durch einen lieben Kunden von uns eine sehr coole Casual-Commander-Runde, die ich jetzt auch neulich noch erworben habe, wo es einfach nur darum geht, nicht zu gewinnen, sondern halt coole Aktionen durchzuführen, wie der Erste sein, der zuhaut. Oder eben der Erste sein, der einen Spell für 15 Mana spielt oder sonstige irgendwelche lustigen Achievements. Die wechseln dann auch von Mal zu Mal, also man kann jedes Mal irgendwie ein anderes Achievement bekommen, so als großes Überachievement, und die kleinen Achievement bleiben zum Beispiel gleich, oder man merkt, hey, das Achievement ist doof, das kicken wir und machen dafür ein neues Achievement. Und naja, dann wird am Ende des Abends geguckt, wer hat denn die meisten Punkte gemacht in den ganzen Spielen. Es gibt natürlich auch Minuspunkte, wenn man Leute zum Beispiel durch eine Combo tötet oder die ganze Zeit sein Deck durchtutort und irgendwelche Leute gleichzeitig am Tisch tötet oder sonst was. Aber es gibt auch Bonuspunkte, wenn man sein Deck zum Beispiel nur nach Basic Lands durchsucht maximal. Und damit fördert man halt so ein bisschen auch die Kreativität beim Deckbau, das Casual-lastige und gleichzeitig eben auch das, wie so ein Tag ablaufen kann. Weil die Leute erwarten, wenn sie von so einem Tag hören, 2 Möglichkeiten. Es ist ein riesen Casual-Haufen, die einfach nur alle voneinander sitzen und spielen. Das heißt, ich komme als Neuling dahin, kenne niemanden und darf mit niemandem spielen, weil die kennen ja alle ihre Spieler und niemand will gegen den Neuen spielen. Oder man erwartet eben ein Turnier. Das ist ein wohlgeordnetes 3-4 Runden-Event, wo man gegen 3-4 Leute spielt, zwischendurch mit den Leuten redet und nach Competitive-Regeln dann irgendwie versucht, da ein Turnier abzureißen. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Schaut da über den Tellerrand. Guckt euch an, was andere machen. Guckt euch an, überlegt euch, was passt für euch und eure Community am besten. Was nicht heißen muss, dass eine der beiden Möglichkeiten zum Beispiel schlecht ist. So ein Casual-Abend hat was, genau wie ein Competitive-Abend was hat. Dann haben wir Leute, einen Ort, eine Struktur. Dann geht es um die Events. Wenn ihr sowas macht, wenn ihr euch um sowas kümmert, dann seid ihr der Erste vor Ort und der Letzte, der geht. Warum? Weil ihr die Ansprechperson seid. Ihr seid der Organisator. Ihr werdet gezwungenermaßen im Mittelpunkt stehen. Ihr seid derjenige, der da sein muss, wenn man ankommt, damit man den Ort ansagt, oh ja, hier, da ist er, da können wir uns hinsetzen. Ihr seid derjenige, der bei dem Wirt reinkommt oder bei dem Betreiber und sagt, hey, die und die Tische hätte ich gerne, da und da hätte ich die gerne, ich würde mich gerne hinsetzen. Ihr seid derjenige, der die Tür aufschließt. Ihr seid derjenige, der da ist. Gleichzeitig seid ihr aber auch derjenige, der in der Pflicht ist, zu gucken, dass kein Müll rumliegt, dass ihr aufräumt, dass ihr eine Ordnung habt und, wenn ihr geht, dass alles auch bezahlt ist und alles sauber ist. Das könnt ihr nicht, wenn ihr nach Runde 2 Salty droppt. Das könnt ihr nicht. Ihr müsst absolut ein Gemüt dafür haben, auch sowas zu wollen und zu können. Es gibt genug Leute, die sich als Community-Leader und sonst was sehen, die das nicht sind. Die vielleicht ein bisschen mehr Wissen haben wie andere, aber die einfach kein Leader-Typ sind. So Menschen gibt es. Aber wenn ihr jemanden kennt, der Leader-Typ ist, dann fragt doch ihn. Wollen wir das zusammen machen? Man kann das auch als Team machen. Dann ist er derjenige, der zuerst da ist und geht. Ihr seid aber derjenige, der organisiert. Das, ohne Probleme kann man das zu zweit machen, wenn ihr nicht die Rampensau seid. Oder wenn ihr von der Community nicht ganz so akzeptiert seid wie andere. Aber dazu komme ich gleich. Wichtig ist, dass ihr da seid. Ihr seid auch derjenige, der verpflichtet ist, die Events da zu sein. Wenn ihr nicht da seid, dann wird es weniger dieser Events geben. Ist gar keine. Und das muss euch bewusst sein, was da auf euren Schultern lastet. Deswegen nicht nur positive Sachen mit, man hat Communities, man kann was Eigenes aufbauen und macht das auf jeden Fall, sondern seid euch bewusst, immer wieder der Aufruf, seid euch bewusst, das ist auch gleichzeitig etwas, was ja wichtig ist. Und ihr spielt da mit Leuten, die auf euch dann vertrauen. Und das muss euch bewusst sein. So, wir haben einen Ort, wir haben eine Community, wir haben eine Struktur, und wir haben jemanden, der sich kümmert. Jetzt geht es um neue Community. Wieder Community. Neue Leute finden. Sachen bewerben. Macht einen Instagram-Account, wo ihr bewerbt, was ihr gerade macht. Nennt euch
Keine Ahnung. Die coolen modern Dudes aus Buxtehude. Ich weiß gar nicht, ob es einen Instagram-Account gibt. Wahrscheinlich. Oder nennt euch irgendwie irgendwas, dass es fancy ist. Nicht einfach nur hingehen und sagen, yo, wir sind Hans, Georg und seine Crew. Nein, ihr wollt irgendwas haben, was mit Magic assimiliert wird, wo es einfach ist, Magic anzuhängen oder beizuhängen. Und ihr müsst euch nicht Magic Crew, keine Ahnung, Düsseldorf nennen oder so, sondern ihr könnt auch einfach sagen, okay, wir sind die Magic Crew, und dann könnt ihr auch bei Orten eingeben, dass ihr aus Düsseldorf seid. Das ist wichtig. Wenn ihr Twitter habt, macht einen Twitter-Account, Facebook, genau dasselbe. Facebook-Gruppen aus Magic gibt's ohne Ende. Bewerbt das. Sagt euren Freunden, hey, wir spielen Magic. Dort und dort, dann und dann. Wenn ihr jemanden kennt, schickt den mal vorbei. Macht eine WhatsApp-Gruppe auf. Einen Discord-Server. Irgendwas. Damit Leute auf euch zukommen können. Mit euch was machen können. Ein gutes Beispiel gerade für den Discord-Server ist der Legacy Hannover Discord-Server. Der war zwischenzeitlich richtig krass. Ich bin da runter aus anderen Gründen. Ich weiß gar nicht, wie krass der aktuell noch läuft. Wenn da irgendjemand noch zuschaut, können wir mir mal die Kommentare schreiben. Aber da ging es eben darum, Legacy per Webcam zu spielen. Und auch vor Ort waren kleine Legacy-Turniere, die jetzt wieder anlaufen. Kann ich euch übrigens nur empfehlen, da mal bei Legacy Hannover, beziehungsweise auch bei den Jungs vom Kartenladen Hamburg und generell bei dieser Hannover Legacy Series mal reinzugucken. Das ist mega cool, was die da Jungs da aufbauen wieder. Aber auch das ist relativ viel Community-driven und Community-Structure aufgebaut. Ja, es kann auch, wenn ihr zum Beispiel einen befreundeten Store habt, der jetzt nicht groß ist oder nur einen Card-Market-Store hat, dann könnt ihr den auch fragen, klar, möchtest du da sein? Dann kann er sich da hinsetzen mit 2, 3 Ordnern und kann Sachen verkaufen. Oder man kann das kombinieren und sagen, hey, wenn du bei mir bestellst, dann kannst du das Dienstag bei, keine Ahnung, Blackie's Busted Magic Crew abholen. Oder Blackie's Busted Magic Tournament? Keine Ahnung. Egal, da kannst du es dir abholen. Und das kann man ja easy machen, das ist ja gar kein Problem. Dann kann man die Bestellungen darüber machen und dann dort holen. Gerade mit befreundeten kleinen oder Online-Stores kann man ja auch zusammenarbeiten. Die können halt, was andere richtige Local-Game-Stores euch geben können, halt nicht geben mit Fläche und sonstige Sachen, weil das haben die meistens auch die Kohle nicht für. Oder wollen es nicht, sonst hätten sie einen richtigen Store. Deshalb bewerbt es, sucht wieder neue Leute, seid wieder nett zu denen und zeigt denen, dass es da was gibt. Es müssen Leute, die im Urlaub bei euch im Dorf sind, wissen, dass es Magic gibt. Und sagen, ich habe mein Magic Deck dabei, ich gehe mal im Dorf Magic spielen. Das muss so laufen. Egal, ob ein Local Game Store da vor Ort ist oder nicht, wie gesagt. Wenn ihr einen Local Game Store habt, könnt ihr natürlich auch dort bewerben, aber das kann zu Krieg führen, weil ihr praktisch Kunden abwerbt. Das müsst ihr euch bewusst sein. Das ist etwas, als würdet ihr, keine Ahnung, Frischgemüse vom Lidl verkaufen. Das will Lidl auch nicht. Das ist ganz normal. Viele Leute vergessen ja, dass ein Local Game Store auch ein normaler Spieleladen ist, der normale Ware verkauft, mit dem man nicht da hinsetzt und sagt, oh, das Spiel ist aber teuer, machst das 2 Euro, 3 Euro günstiger. Im Netto gehe ich auch nicht hin und sage, ja, der Staubsauger ist aber ein bisschen teuer, macht ihr den 20 Euro billiger? Frage ich einen Nettoverkäufer auch nicht. Warum mache ich das im Local Game Store? Ich verstehe es bis heute nicht. Egal, anderes Thema. Wir haben die Community-Pflege. Und dazu gehört auch, ihr als Ansprechperson solltet schauen, dass ihr ansprechbar seid, erreichbar seid, mit den Leuten kommuniziert und jemand sein, mit dem die Leute auch kommunizieren wollen. Es gibt so viele Menschen, die sagen, hey, Community, geil, ich mach das, mit denen die Leute nicht reden wollen. Und die merken das nicht. Die denken, mein Gott, ich bin beliebt, ich bin der Coolste im ganzen Land. Und sie sind es nicht. Wenn ihr sowas merkt, dann nehmt das nicht als persönlichen Angriff. Es gibt nun mal Charaktere, gerade in solchen Hobby-Sachen, die sich als Teamleads rausstellen. Es gibt nur einen Captain beim Fußballspielen. Es gibt den Trainer, den Captain, ein paar andere Leute, die wichtige Positionen haben und so weiter und so fort. Aber es gibt nur einen Captain. Und wenn niemand aus dem Team denkt, dass ihr das Team anfeuern könnt, damit ihr denn zum Sieg kommt, dann werdet ihr nicht Captain. Ihr könnt trotzdem Zeugwart sein und unterstützen das Team und was nicht alles.
Es gibt nicht immer nur einen, der alles organisiert, einen, der alles macht. Sucht euch Leute. Ihr müsst, wenn ihr selber dieser Charakter seid, der gerne im Rampenlicht steht, mit dem die Leute gerne reden, der auf Turnieren zum Beispiel, gerade bei einer competitive-driven Community, immer mit oben mitspielt, immer ganz vorne mit dabei ist, wirklich seit Jahren Magic spielt, das Format spielt, Ahnung hat und keine Ahnung, Regeln kennt, immer da ist und antwortet und die Leute auch super motiviert sind, mit dir zu reden und dich super sympathisch finden und wirklich, wenn was ist, immer deinen Namen brüllen. So Leute gibt es. Aber auch diese Leute brauchen andere Leute, die halt da sind, auf die man sich verlassen kann und sagen kann, hey, mir geht's heute nicht so gut. Ich halte mich heute ein bisschen zurück im Hintergrund. Kannst du ein paar Fragen beantworten? Kannst du die Tür aufschließen? Ich komme ein bisschen zu spät. Du hast ja auch einen Schlüssel. So Personen braucht man. Genauso wie eine Person, die jetzt nicht so im Rampenlicht steht, die aber mega motiviert ist, was zu programmieren, was saucoole, random generatete Quests pro Runde, die man andrückt, für jeden Einzelnen generiert. Also wie so, zum Beispiel so ein Quest-Katalog, wo man dann am Handy eine Seite aufruft und dann wird einem eine Quest angegeben, eine geheime Quest, die man in diesem Commander-Spiel machen muss. Aber vielleicht seid ihr nicht die Rampensau, die das in eure Community rüberbringen kann. Dann sucht euch diese Rampensau. Jede Community hat so einen Lead, sag ich mal. Redet mit ihr und sagt ihr, hey, ich habe hier was ganz, ganz Cooles. Können wir das zusammen mal testen und zusammen aufbauen, zusammen machen? Dann wird die Person niemals, es sei denn, es ist eine echt schlechte Rampensau, niemals sagen, nein, auf keinen Fall. Boah, nee, sehe ich nicht ein, das ist total kacke. Nein, er wird sich umdrehen und sagen, Jungs, ich habe hier was Geiles von ihm bekommen. Das testen wir jetzt. Ihr werdet hoffentlich namentlich erwähnt. Ansonsten, wie gesagt, ist das ein Arsch. Und dann wird das getestet. Und wenn das gut ist, dann kann man das übernehmen. Und ihr werdet dann niemals derjenige sein, wo die Leute sagen, oh, voll krass, hier, das ist der Dude. Aber ihr werdet derjenige sein, der das Ding programmiert. Ihr werdet dann ein Teil dieses Teamlead-Teams sein. Auch wenn ihr niemals der Leader seid. Wenn ihr der Leader sein wollt, ihr aber nicht die Person davon seid und ihr das nur macht, um Anerkennung zu haben oder, mein Gott, ich möchte genauso cool sein wie der Typ, der sich um die Community kümmert, dann macht es nicht. Es geht nicht drum, wer der Coolste ist. Ey, Marc, wer ist der Coolste hier? Du nicht. Es geht drum, eine Community zu haben, mit der man spielen kann. Eine Community zu haben, um Spaß an unserem Hobby zu haben. Ohne, dass wir jede Preiserhöhung von Wizards mitnehmen müssen. Ohne, dass wir uns mit Local Game Stores auseinandersetzen müssen, mit denen wir das gar nicht wollen. Oder so an Local Game Stores gebunden sind, dass wir ohne einen Local Game Store im Dorf überhaupt kein Magic spielen können. Oder nur mit unseren 2, 3 Hanseln. Es geht darum, unser Hobby größer zu machen und Communities zu finden. Beziehungsweise die auch aufzubauen. Da kann ich euch ein paar Ideen sagen, die bisher ganz cool ankommen. Ankamen und ankommen. Man kann zum Beispiel auch easy, zumindest im 1 gegen 1 in Commander ist es ein bisschen schwieriger, aber man kann zum Beispiel eine Hybridstation bauen. Die haben wir jetzt aktuell ein bisschen getestet. Die fand ich eigentlich ganz cool. Und die Community bisher auch. Und die werden wir auch wahrscheinlich beibehalten, wenn jemand von außerhalb dazukommt oder durch gewisse Krankheiten oder ähnliches das Haus nicht verlassen darf, kann man immer noch sagen, hey, dann spiel halt per Webcam mit. Dann setzt man halt eine Webcam irgendwo an irgendeinen Tisch mit einem Bildschirm und einem Headset. Das kann man aufsetzen, mit der Person über Discord reden und spielt über Discord mit der Person Magic. Das ist dann eine Person. Und schon hat man ein hybrides Turnier. Eventlink macht's möglich. Das ist geil. Warum nicht? So 1, 2 Stationen kann man machen. Man kann bei Eventlink dann auch die festen Tische zuordnen. Oder man weiß einfach, hey, ich spiele gegen Günther. Ich weiß nicht, warum immer Günther. Und der sitzt halt da hinten, weil das ist der PC. Warum nicht? Man könnte sogar, wenn man übertreiben will und echt einen großen Arena-Pool hat, könnte man auch alle Standardlisten, die die Leute spielen, wenn man zum Beispiel unbedingt Standard möchte, da irgendwie draufladen. Und dann könnte man über Friend Request mit den Leuten auch Arena spielen. Aber Paper ist cool. Spielt Paper. Es geht ja um Paper-Communities. Niemand braucht Magic Arena-Communities. Niemand, 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 niemand. Und solche Ideen, solche über den Rand schauenden Sachen, das müsst ihr haben. Oder solltet ihr haben. Wenn ihr euch um alles andere gekümmert habt. Weil es geht darum, die Community wird beworben.
ihr wisst, wo ihr immer wieder das fallen lässt, dass ihr Magic spielt. Ihr habt einen Ort, einen festen Ort, an dem ihr bleiben könnt, der cool ist, der auch noch Platz hat zum Wachsen. Ihr habt eine Community, die da ist. Ihr kümmert euch um die Community, ihr pflegt die Community, ihr kümmert euch um neue Decks, um Decktags, um irgendwelche Hilfestellungen für neue Spieler und ähnliches. Und ihr guckt weiter über den Tellerrand. Ihr überlegt euch, okay, wenn ich jetzt als neuer Spieler hier reinkomme, was kann ich noch machen? Oder ein alter Spieler fällt aus, weil XY. Was kann ich machen? Und diese Überlegungen sind halt etwas, wo ich sage, das ist dann der letzte Schritt. Aber wenn ihr den habt, diesen letzten Schritt, der ist wichtig. Aber dann habt ihr schon eine Community, mit der ihr arbeiten könnt. Wo ihr vielleicht auch Leute finden könnt, wo ihr sagt, hey, habt ihr nicht noch Ideen, was wir machen können? Und dann kommt vielleicht einer und sagt, hey, ich habe noch eine Idee, so und so und so, machen wir das doch mal. Oder wir könnten zum Beispiel auch Pizzastücke bei uns verkaufen, während den Turnieren, wenn wir die vorher zusammenlegen für eine Mikrowelle oder so. Mikrowelle, Pizza, egal. Ihr wisst, was ich meine. Warum nicht? Wenn eure Community es haben möchte, geht drauf ein. Redet mit denen, schaut über den Tellerrand. Die Wünsche von denen sind wichtig. Weil ihr wollt ja auch, dass die bleiben. Nicht nur die Neuen, sondern auch die Alten sollen ja auch noch bleiben. Natürlich ist es auch wichtig, dass ihr euch miteinander absprecht, was macht ihr denn für Preise? Spielt ihr just for fun? Spielt ihr, jeder bringt einen Booster mit und am Ende werden die Booster aufgemacht und jeder kriegt ein neues Booster von jemand anderem, so geschenkmäßig, so wichtelmäßig, so. Jeder kriegt random von jemand anderem, der dritte Platz vom fünften und der zweite vom sechsten und so weiter. Oder macht ihr das, jeder zahlt 5 € und am Ende, ich will nicht sagen, am Ende kriegt einer das Preisgeld, das darf man in Deutschland nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Vielleicht bringt jeder einen Booster mit und der Gewinner kriegt alles. Vielleicht spielt ihr drum, wer beim nächsten Mal das Essen nicht zahlen muss. Oder. Ihr könnt einfach mal euch selber dann raussuchen, was für eine Preisstruktur ihr haben wollt, wenn ihr eine haben wollt und wie ihr das machen wollt und wer was bekommt. Da seid ihr völlig offen. Das ist ja der Vorteil. Ihr seid nicht an irgendwelche Preisbooster, Preistabellen, Promo-Packs oder sonst was gebunden, sondern ihr könnt einfach frei entscheiden, was cool ist. Dementsprechend habt ihr damit alle Punkte, die mir jetzt persönlich eingefallen sind, in der Reihenfolge, wie man eine lokale Community aufbauen kann, ohne Arena, ohne irgendwelche Local Game Stores, ohne Wizard of the Coast. Also schon Wizard of the Coast, weil Magic. Aber sowas könnt ihr machen. Und deshalb, wie immer, wenn ihr noch was habt, schreibt mir das in die Kommentare. Kommentiert mir das in YouTube, schreibt mir das über Discord oder Facebook, Instagram, egal was. Wenn ich irgendwas vergessen habe, schreibt mir das. Öffentlich hat natürlich den Vorteil, dass die anderen Leute es auch sehen. Und ich weiß, ich sage es immer wieder und manchmal fällt es mir auch ziemlich schwer, aber schreibt mir auch einfach die Stories von euch. Mich interessiert sowas wirklich. Wie seid ihr dazu gekommen, wenn ihr so eine Community habt, so eine Community zu haben? Oder hattet ihr früher mal so eine? Was ist passiert, dass sie kaputt gegangen ist? Und so weiter und so fort. Schreibt mir das einfach. Ich habe nicht die Zeit mit euch, mich stundenlang hinzusetzen und über Karten zu diskutieren oder zu evaluieren oder mit euch über bestimmte Community-Strukturen zu schauen und versuchen, euch Tipps zu geben und ähnliches. Dafür mache ich dieses Video. Das schaffe ich zeitlich nicht, aber ich lese mir gerne eure Geschichten durch und interagiere mit euch, wie es funktioniert in meinem Rahmen. Das sind nun mal jetzt doch schon einige Leute, die mir folgen und die mich auch anschreiben und mir auch Sachen schreiben, was ich super, super cool finde. Tausend Dank dafür, das ist wirklich cool. Und ja, ich hoffe, ihr seht das ein und ich hoffe, das ist okay für euch. Und ansonsten, wenn euch das Video, der Blacky Talk, der Podcast, was auch immer gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, bewertet den positiv, folgt mir, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Ich mache auf YouTube noch so Openings, Legacy-Kram, Review-Kram, gerade viel Review-Kram und sowas halt. Oder bei Instagram, wenn es um ein bisschen Social Life geht, Twitter, wenn es ein bisschen um Interaktion mit anderen Leuten geht, Facebook ist so ein bisschen gespiegelt von Instagram, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ja, damit würde ich mich verabschieden, auch wenn es wirklich ein kurzer Blacky Talk war. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blacksheath. Ciao, ciao.